Grüezi und guten Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Patientenveranstaltung zum Thema chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Ich freue mich sehr, im Namen der Chroncolitis Schweiz Sie begrüßen zu dürfen, und ich sehe auch schon, dass einige Leute online sind. Ich möchte, bevor es losgeht, einigen Leuten Danke sagen. Und zwar in erster Linie unseren Sponsoren, die das ermöglichen, dass wir diese Veranstaltung durchführen können. Weiter möchte ich auch noch Danke sagen den Referenten, die heute Abend sich zur Verfügung stellen. Und da bin ich auch schon beim heutigen Programm. Und zwar wird Daniel Fenetz über die Therapiemöglichkeiten referieren. Dann wird Herr Dr. Gass über die Chirurgie referieren und am Schluss Frau Dr. Claudia Krieger über die Ernährungstherapien bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Es gibt am Schluss eine Frage- und Antwortrunde, und hier wäre es wichtig, dass Sie die Fragen, die Sie stellen möchten, unter F&A stellen. Dann können wir diese am Schluss bearbeiten, und die drei Referenten werden sich die Zeit nehmen und diese dann auch beantworten. Ich möchte auch noch dem IBD-Net Danke sagen für die Unterstützung, die wir immer bekommen, sei es inhaltlicher Form, aber auch hier jetzt in technischer Form. Wenn Sie mehr über unsere Patientenorganisation wissen möchten, können Sie gerne unter chron-colitis.ch gehen. Dort finden Sie alle Infos und Inhalte, die Sie bei uns bekommen. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der virtuellen Patientenveranstaltung und bis später. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Daniel Fenetz, ich bin leitender Arzt am Luzerner Kantonsspital und ich hoffe, Sie können mich alle hören. Ich habe gesehen, es sind schon ziemlich viele von Ihnen eingeloggt, und das freut mich zu sehen, dass so viele Patienten und Angehörige an einem dunklen, eher kühlen Donnerstagabend zu dieser Thematik sich Zeit nehmen. Und ich hoffe, wir können euch etwas auf den Weg geben, dass Sie profitieren können. Im ersten Teil, wir haben drei Teile. Ich decke die medikamentöse Therapie ab, ein großes Thema, um das in 25 Minuten abzuhandeln. Ich werde mir Mühe geben, so ein bisschen die Grundzüge der medikamentösen Therapie Ihnen näher zu bringen, und möchte nicht allzu stark in die einzelnen Medikamente und deren Nebenwirkungen und so weiter eingehen. Aber eben, wir stehen zu Fragen nachher gerne zur Verfügung. Ich beginne meinen Vortrag mit einer kurzen Exkursion auch zum Verständnis, weil das ist wichtig zu verstehen, eben warum wir dann welche Medikamente brauchen. Oder wir reden über Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, die sind ähnlich, aber nicht gleich wie zwei Geschwister. Der Morbus Crohn kann von Mund bis zum Darmausgang alle Abteile des Gastrointestinaltraktes befallen, wohingegen die Colitis ulcerosa sich eben auf den Dickdarm beschränkt und in aller Regel eben im Gegensatz zum Morbus Crohn, der einen diskontinuierlichen Befall zeigt, die Colitis ulcerosa eher einen kontinuierlichen Befall zeigt. Und was beängstigend ist, ist einfach die deutliche Zunahme dieser chronisch entzündlichen Erkrankungen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Wie ihr das auf diesem Slide seht, die Neuerkrankungen pro Jahr nehmen in der Schweiz und in den europäischen Ländern seit mehreren Jahren deutlich zu. Die Pathogenese ist nach wie vor nicht genau geklärt, aber es wird sehr viel Forschung betrieben, und ich werde euch am Schluss noch auch einen Slide zeigen, in welche Richtungen die neuen Therapien hinzielen. Ganz kurz zu den Symptomen. Viele von Ihnen kennen die sind bei Morbus Crohn und bei der Colitis ulcerosa ähnlich. Beim Crohn stehen eher die abdominalen Schmerzen im Vordergrund. Bei der Colitis ulcerosa ist es eher der blutige Durchfall. Aber viele der Beschwerden, eben Durchfall, Schmerzen, Müdigkeit, sind bei beiden Patientengruppen relativ häufig vorhanden. Und
die Erkrankungen können eben nicht nur den gastrointestinalen Trakt befallen, sondern zeigen sich gelegentlich auch als sogenannte extraintestinale Manifestationen. Es gibt auch einmal Augenprobleme, Entzündungen in den Augen, in den Gelenken. Das Risiko für Osteopenie, Osteoporose ist erhöht und Hauterkrankungen können eben auch vor. Und das ist eben wichtig, auch in der Entscheidung, welche Therapie wählen wir für welchen Patienten. So sieht dann das endoskopisch aus. Sie sehen auf der linken Seite eine unauffällige Dickdarmschleimhaut. In der Mitte sehen Sie diese eher tiefen, länglichen Ulzerationen, wie wir sie beim Morbus Crohn sehen. Und auf der rechten Seite die kontinuierliche Entzündung bei der Colitis ulcerosa. Was auch wichtig ist, eben zu verstehen, warum wir den Patienten Medikamente verordnen und diese eben auch über mehrere Jahre zum Teil verschreiben, zeigt eigentlich diese Folie hier. Und man sieht auf der X-Achse unten die Zeit und diese schubförmigen Verläufe. Das sind diese Gipfel, die ihr seht. Und auf der Achse nach oben ist eben der Digestive Damage, also der Schaden, der über die Zeit am Darm hinzukommt, wenn man eben keine Behandlung in die Wege leitet, oder? Und über die Jahre nimmt eben dieser Digestive Damage, der Schaden am Darm, zu und das Risiko für Komplikationen steigt eben über die Zeit an. Und diese Folie zeigt eben, dass wenn wir der Krankheit einfach ihren normalen Verlauf lassen würden, oder, und keine Medikamente geben würden oder keine Intervention machen, mit was auch immer, Chirurgie, Ernährung oder Medikamente, dann sehen Sie die rote Kurve, oder? Das ist der natürliche Krankheitsverlauf. Und wenn man den natürlichen Krankheitsverlauf einfach seinen Lauf lässt, dann nimmt eben über die Jahre diese Zunahme der Behinderung zu. Und wenn wir nach Diagnosestellung eben relativ weit unten in dieser Kurve ansetzen, dann bleiben wir eben in diesem grünen oder gelben Bereich. Und die Krankheit nimmt über die Zeit, kann weniger Schaden über die Jahre anrichten. Und es ist eben das Ziel, dass die Patienten nicht in diese dunkelgelbe oder in die rote Kurve reinkommen. Und ich glaube, das hier ist einer von meinen, aus meiner Sicht, wichtigsten Slides. Es ist diese Gratwanderung, den wir Ärzte zusammen mit dem Patienten über Wochen und Monate immer gehen müssen, oder? Es ist diese Entscheidung zwischen dem Overtreatment auf einer Seite, was heißt, wir geben den Patienten eine zu starke Therapie mit dem Risiko, dass wir das Immunsystem so stark abschwächen, dass eben die Infektanfälligkeit größer wird und wir Komplikationen durch die Therapien in Kauf nehmen. Und auf der anderen Seite das sogenannte Undertreatment, wo wir den Patienten zu wenig Therapie geben und dadurch die Entzündung bleibt und wir dadurch in Kauf nehmen, dass eben die Komplikationen, wie ich das im vorangegangenen Slide gezeigt habe, höher werden, das Risiko der Komplikationen. Jetzt was auf diesem Slide seht ihr, wie breit, dass eigentlich diese ganzen Medikamente in der Behandlung der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen sind. Ich beschränke mich eben vor allem auf die Medikamente. Die Frau Dr. Krieger aus St. Gallen wird dann eher auf die Ernährung noch eingehen. Aber das Ziel ist eben, bei der Diagnosestellung zu entscheiden, gemeinsam mit den Patienten, mit allen Informationen, die wir sammeln, welches ist die richtigste Therapie. Und das ist manchmal sehr, sehr schwierig zu entscheiden. Die Wirkungsmechanismen der verschiedensten Medikamente, die ich vorher gezeigt habe, ist unterschiedlicher Art. Aber was sie alle gemeinsam haben, ist im Prinzip, dass sie versuchen, die Immun-
Antwort oder die Aktivierung dieser überschießenden Immunreaktion einzudämmen. Und das ist eben einerseits die Aktivierung von diesen Immunzellen zu hemmen. Andere Medikamente wirken auf die Migration, auf die Wanderung dieser Immunzellen an einen bestimmten Ort. Wiederum weitere Medikamente blockieren die entzündlichen Botenstoffe wie die TNF oder Interleukine, die eben dazu führen, dass starke Entzündungen aufkommen. Und hier auch einer der ganz wichtigen Slides, wenn Sie sich den einprägen können, ist aus meiner Sicht eben zu verstehen, dass es verschiedene Phasen in der medikamentösen Behandlung der Therapien gibt. Das erste Ziel, wenn wir die Diagnose stellen, und in aller Regel sind die Patienten in dieser Phase eben symptomatisch, weil es Entzündung hat, ist die Remissionsinduktion. Das ist ganz wichtig zu wissen. Also die Remissionsinduktion hat das Ziel, die Entzündung wegzubringen. Mit welchen Medikamenten auch immer. Das Ziel der ersten Phase ist, die Entzündung wegzubringen. Und wenn wir die Patienten, wenn wir diese Entzündung wegbringen, dann kommt eine zweite Phase. In dieser zweiten Phase sind die Patienten meistens eben beschwerdefrei oder haben nur noch wenig Beschwerden und sind dann meistens auch an dem Punkt, wo sie sagen, aber Herr Doktor, brauche ich dann wirklich noch die Medikamente? Und das ist die zweite Etappe, die die sogenannte Remissionserhaltung darstellt. Und die Remissionserhaltung ist eben, wie ich vorher versucht habe zu erklären, wichtig, weil wir in dieser Phase auch Medikamente geben, um zu verhindern, dass erneute Schübe auftreten. Und Sie sollten sich immer fragen, in welcher Phase bin ich jetzt? Bin ich in der Phase der Remissionsinduktion oder bin ich in der Phase der Remissionserhaltung? Weil es gibt Medikamente, die wirken in beiden Phasen. Vor allem diejenigen, die Sie sich spritzen können oder Infusionen, die wirken häufig sowohl in der ersten Phase als auch in der zweiten Phase. Steroide zum Beispiel brauchen wir nur in der ersten Phase. Steroide wollen wir nicht über eine längere Zeit geben. Dann gibt es wiederum Medikamente, die wir praktisch ausschließlich in der zweiten Phase brauchen, wie zum Beispiel das Imurec oder das Azathioprin. Also es ist ganz wichtig zu verstehen, diese verschiedenen Phasen. Und die dritte Phase ist dann eigentlich eben die Phase, wo wir Komplikationen verhindern können. Also wenn wir die zweite Etappe über längere Zeit keine Entzündung haben, dann verhindern wir eben Komplikationen wie Operationen, Fisteln, Strikturen und das Risiko von Darmkrebs steigt. Und das habe ich hier schnell gezeigt. Was sind denn die Komplikationen, die wir überhaupt verhindern wollen? Das ist eben beim Morbus Crohn vor allem narbige Verengungen, die wir mit Medikamenten eben nicht mehr behandeln können. Es sind Abszesse und es sind Fisteln. Fisteln sind Verbindungen zwischen zwei Darmschlingen oder zwischen einer Darmschlinge und einem anderen Organ. Und das ist meistens ein Zeichen, dass eben über eine längere Zeit eine Entzündung da war, die nicht gut kontrolliert war. Bei der Colitis ulcerosa sind die Komplikationen vor allem persistierende Blutungen, Blutarmut kann auftreten, es kann eine Dilatation vom Dickdarm geben, die zum Teil eben gefährlich ist, dass es kann sogar zu Darmperforationen kommen und das Darmkrebsrisiko steigt bei Colitis ulcerosa, die schlecht eingestellt sind und über längere Zeit eben eine kontinuierliche Entzündung im Darm haben, steigt das eben signifikant an. Und bei der Therapie können Sie sich ein bisschen vorstellen, welche Medikamente wählen wir. Es ist ähnlich wie bei der Schmerztherapie auch. Man fragt sich, hat der Patient schwache, leichte Schmerzen, mittelstarke oder starke Schmerzen, oder? Und je nachdem wählen Sie dann auch ein Schmerzmedikament, das eben ein schwaches Schmerzmedikament ist oder ein sehr starkes Medikament. Und ganz allgemein können Sie sich ein bisschen merken, die Medikamente, die wir intravenös spritzen, die wir subkutan applizieren, als Infusion geben, das sind eher die stärkeren Medikamente. Die schwächeren Medikamente sind tendenziell eher die Medikamente, die wir als Kapseln, als Granulat einnehmen. Und dann gibt es zusätzlich noch die topischen
Therapien, also die lokalen Therapien wie Suppositorien oder Rektalschaum. Die Therapien kann man zum Teil auch kombinieren. Und je größer halt dieser Hammer wird, oder der starke Hammer mit den intravenösen oder subkutanen Injektionen, desto stärker ist die Wirkung, aber desto höher ist auch der Preis und in aller Regel desto höher ist auch die immunsuppressive Therapie, also auch beeinträchtigt. Und hier nur ganz kurz, eben starker Hammer, der große Hammer bei schwerer Entzündung, bei Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn sind in aller Regel eben die Medikamente, die wir spritzen. In der Mitte seht ihr die Kortikosteroide oder das Azathioprin, das 6-Mercaptopurin. Dann gibt es das Budesonid MMX, das sogenannte Cortiment, das Tofacitinib ist relativ neu auf dem Markt, das Xelians und auf der linken Seite der kleine Hammer, das sind die Therapien, die am wenigsten immunsuppressiv sind. Das sind bei der Colitis ulcerosa eben vor allem die Therapien mit 5 Aminosalicylat, 5 ASA, sowohl rektal, topisch als auch oral eingenommen. Genau. Hier vielleicht ganz kurz noch, bevor wir die Therapien starten, ist für uns Ärzte eben auch wichtig, je nachdem, was wir für Therapien wählen, dass man vor dem Therapiestart noch gewisse Abklärungen macht, insbesondere wenn wir immunsuppressive Therapien beginnen. Und dann nehmen wir meistens Blut ab und schließen dann verschiedene Infektionskrankheiten aus, wie Tuberkulose, HIV, Hepatitis B und verschiedene andere Sachen, damit es nicht böse Überraschungen gibt, wenn wir das Immunsystem eben mit den stärkeren Therapien etwas an die Leine nehmen müssen. Es gibt dann wie zwei Therapiestrategien. Die eine ist die sogenannte Step-Up-Therapie. Das ist dann, wenn es dem Patienten relativ gut geht, wenn wir ein bisschen Zeit haben, dann beginnen wir mit einem kleinen Hammer, mit einer schwächeren Therapie. Und wenn die nicht reicht, dann gehen wir eine Stufe höher. Genau wie bei der Schmerztherapie auch. Und wenn das nicht reicht, gehen wir nochmal einen Schritt höher. Und da seht ihr auf der linken Seite eben dieses Step-Up von unten nach oben und auf der anderen Seite das Top-Down, wo wir oben mit der starken Therapie starten, weil wir wissen, wenn es eine schwere Entzündung hat und der Patient hospitalisiert ist, dann brauchen wir nicht mit einem kleinen Hammer zu starten. Dann müssen wir mit einer relativ starken Therapie einsteigen und wenn wir dann mal die Remission, Induktion haben, wenn die Entzündung mal behandelt ist, dann können wir dann eine Stufe zurückgehen und eine schwächere Therapie in Anspruch nehmen. Was spielen die Antibiotika für eine Rolle? Die Antibiotika geben wir eigentlich bei der Behandlung von Crohn oder Colitis nur bei denjenigen Patienten, die eigentlich septische Komplikationen haben, also die sehr hohe Entzündungswerte haben, die Fieber haben, die zum Beispiel Abszesse befallen, die perianal deutlich Entzündung haben. Aber sonst ist eigentlich die antibiotische Therapie, mal abgesehen vom postoperativen Setting, brauchen wir das zur Remissionsinduktion oder Remissionserhaltung sehr, sehr selten. Die 5 Aminosalicylate habe ich besprochen, die spielen eine wichtige Rolle, vor allem bei der Colitis ulcerosa. Ihr seht unten links noch die Firmennamen oder es gibt dann verschiedene Firmen, die diese Präparate produzieren, je nachdem, was sie für ein Präparat haben. Aber die spielen bei der Colitis ulcerosa, bei der leichtgraden Colitis ulcerosa eine wichtige Behandlungsstütze, auch beim Morbus Crohn, bei eingeschränkter Entzündung im letzten Teil vom Dünndarm eine Rolle, sind in aller Regel gut verträglich. Man muss einfach die Nierenwerte regelmäßig testen oder kontrollieren. Dann eine wichtige Gruppe sind halt die Steroide. Ich habe Ihnen gesagt, die Steroide brauchen wir in der ersten Phase der Behandlung. Das ist keine Langzeittherapie. Wir geben den Patienten nicht gerne über längere Zeit
Kortikosteroide, Prednison. Und warum geben wir das nicht gerne? Eben wegen den Nebenwirkungen, die auftreten. Das sind die Frühnebenwirkungen der Steroide, das sind Schlafstörungen, das sind Akne, Ödeme. Es gibt so ein rundes Gesicht, sogenanntes Moonface. Glukoseintoleranz, also die Glukosewerte können deutlich in die Höhe schießen, kann man einen Diabetes entwickeln, der sich allerdings meistens im Verlauf dann nachher wieder, wenn man die ausschlägt, wieder normalisiert. Und eben die Langzeittherapien sind doch auch signifikant, vor allem die Osteoporose. Es kann zu Absterben von Knochengewebe kommen, Katarakt, Augenprobleme können auftreten und eben die Infektanfälligkeit ist auch deutlich erhöht. Das Budesonid ist wieder kleine Bruder vom Spiricord. Das hat weniger systemische Nebenwirkungen als das Prednison, sind aber auch nicht ganz bei null. Auch deshalb sind wir mit dem Budesonid auch zurückhaltend, das jetzt über Jahre zu geben. Ganz wichtig, wenn Sie Steroide nehmen, nehmen Sie Calcium- und Vitamin-D-Substitution dazu. Hier gehe ich ein bisschen schneller durch. Azathioprin ist ein wichtiges Medikament, das viele Jahre schon auf dem Markt ist und eine wichtige Rolle spielt in der als steroidsparende Therapie. Oder? Das ist ein typisches Medikament, das wir brauchen bei der Remissionserhaltung, wo wir versuchen, möglichst zu verhindern, dass neue Schübe auftreten. Nicht in der Remissionsinduktion. Hier muss man ein bisschen aufpassen beim Starten. Das kann mal Bauchspeicheldrüsenentzündungen und Leberwerterhöhungen machen. Deshalb muss man die Patientin in den ersten paar Wochen gut kontrollieren. Es kann bei Langzeittherapien auch zu Hautveränderungen kommen. Gynäkologische Kontrollen und dermatologische Kontrollen sind deshalb wichtig unter diesen Therapien. Das Methotrexat überspringe ich. Das ist eine seltene Therapie, häufig von den Rheumatologen noch gegeben. Bei uns eher selten mehr. Was ganz wichtig ist, es ist kontraindiziert in der Schwangerschaft. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt bei Frauen im gebärfähigen Alter, dass sie kein Methotrexat nehmen sollten. Dann gehen wir zu den TNF-Alpha-Inhibitoren. Da sind wir jetzt bei den größeren und stärkeren Hämmern. Da seht ihr das Infliximab. Da gibt es mehrere Namen dahinter. Remicade, Inflectra, Remsima. Beim Adalimumab gibt es sogar noch mehr Namen dahinter. Mittlerweile sind es, glaube ich, 7 oder 8 in der Schweiz zugelassen. Ich komme da nachher auch noch drauf. Das sind sogenannte Biosimilars, die jetzt auf den Markt gekommen sind. Dann gibt es das Certolizumab und das Golimumab. Ich komme nachher noch mal kurz auf die Biosimilars zurück. Aber bei diesen TNF-Alpha-Inhibitoren, die gibt es seit circa 20 Jahren und wirken sehr gut, sowohl beim Crohn als auch bei der Colitis ulcerosa, nicht aber bei allen Patienten. Wir müssen in Betracht ziehen, dass eben die Infektionsanfälligkeit etwas größer wird. Deshalb sind die auch kontraindiziert bei aktiven Abszessen oder Sepsis. Und das Risiko von Infektionen nimmt eben zu unter diesen medikamentösen Therapien. Dann das Ustekinumab ist ein Interleukin 12 und 23 Hämmer. Wird auch gespritzt, alle 8 Wochen in aller Regel, nicht 12 Wochen. Was wir häufig einsetzen, wenn zusätzlich noch Hautmanifestationen dabei sind. Und das Vedolizumab ist ein Hämmer von der Migration, von der Zellwanderung der Entzündungszellen in den Darm. Das gibt es seit etwa, würde ich sagen, 7 Jahren. Ist auch zugelassen, sowohl für den Crohn als auch für die Colitis. Und das ist eine Infusion oder mittlerweile auch als subkutane Injektion erhältlich. Das Tofacitinib, das ist eine neue Substanzgruppe, wo auch ziemlich viel Forschung im Moment läuft, eine sogenannte Januskinase-Inhibitoren. Das ist zugelassen für die Colitis ulcerosa als Second-Line-Therapie. Die Rheumatologen brauchen das schon ein bisschen länger, aber da ist ein bisschen Vorsicht geboten aufgrund,
aufgrund Lungenembolien, thromboembolische Ereignisse und so weiter. Also es gibt ein paar Red Flags, wo man aufpassen muss, wenn man dieses verschreibt. Kurz noch zu den Biosimilars. Und ich glaube, das ist wichtig, dass die Patienten von dem auch schon gehört haben. Die Kosten des Gesundheitssystems sind rapid am Ansteigen. Und ihr seht oben rechts in diesem kreisrunden Diagramm, dass die immunsuppressive Therapie, die macht praktisch ein Viertel von den gesamten Kosten aus, die verschiedensten Medikamente pro Jahr generieren. Und ein Arzneimittelreport von 2017 hat etwa ausgerechnet, dass wenn wir Biosimilars brauchen würden, dann könnten wir pro Jahr, also damals, 2017, etwa 35 Millionen Franken einsparen. Und deshalb lohnt es sich, das kurz anzusprechen, was diese Biosimilars sind. Also die ersten Biologika, die man vor 20 Jahren eben auf den Markt gekommen sind, das war das Infliximab. Und die Patente von diesen Medikamenten, die sind nach 20 Jahren laufen die ab. Das heißt, andere Firmen dürfen diese Medikamente herstellen. Jetzt diese Medikamente, also das sind Nachahmerprodukte von Biopharmazeutika. Die sind sehr ähnlich, aber nicht identisch mit den Originalprodukten. Und der Grund dafür ist eben, dass das sehr komplexe Strukturen sind. Das sind nicht einfach nur ein chemisches Aggregat wie ein Generikum, das Sie vielleicht kennen von den Medikamenten, sondern das sind biotechnologisch hergestellte Substanzen. Sie können sich das ein bisschen vorstellen wie Schneeflocken, oder? Die sehr, sehr ähnlich aussehen, die aber nicht ganz gleich sind. Und wenn eine Firma ein neues Produkt ein Biosimilar auf den Markt bringen will, dann werden die sehr, sehr streng kontrolliert und die müssen eben auch vor allem auf biologischer und physikochemische Charakterisierung müssen die beweisen, dass ihr Biosimilar genau gleich gut die genau gleichen Eigenschaften hat wie das Originalprodukt. Und wenn das der Fall ist, dann kann so ein Produkt, so ein Biosimilar eben zugelassen werden. Und von diesen Biosimilars gibt es eben jetzt immer mehr. Und ich glaube, es ist wichtig, dass Sie das auch mit Ihren behandelnden Gastroenterologen diskutieren. Es gibt Spitäler, zum Beispiel in der Westschweiz, da ist vom Spital von oben die Direktive gekommen, schon voll auf Biosimilars umzustellen. Es werden zum Teil Patienten geswitcht, andere werden noch weiter behandelt mit den gleichen Präparaten. Aber es ist eine Diskussion, die wahrscheinlich immer stärker kommen wird. Soll man die Patienten auf Biosimilars umstellen? Die Datenlage aus den skandinavischen Ländern ist relativ gut, dass die genau die gleiche Safety haben, Sicherheit und auch Wirkung wie die Originalprodukte. Und das wird sich wahrscheinlich, das ist hier ein Graph aus den USA, wo man sieht, dass die totale Verschreibung bleibt gleich hoch, die Biosimilar-Verschreibung nimmt zu und das Original, die Verschreibung von den Originalpräparaten nimmt eher tendenziell ein bisschen ab. Hier noch die Pipeline von den IBD-Medikamenten. Es kommen viele neue Medikamente, nicht heute und morgen, aber in den nächsten Jahren, haben ganz unterschiedliche Wirkungsmechanismen. Es sind Antilymphozyten, eben Migrationswanderungsblocker, es sind Antizytokine, Botenstoffinhibitoren, es sind ganz verschiedene Medikamente, die zum Teil in Phase 2 oder Phase 3 sind. Aber da wird einiges kommen und es wird je länger, je kompliziert die am richtigsten Therapie für den Patienten auszuwählen. Als Take-Home-Message, so viel Medikament wie nötig, jedoch so wenig wie möglich. Das ist mir wichtig, dass Sie das nach Hause nehmen. Die Therapiewahl ist abhängig vom Schweregrad der Erkrankung, vom Alter, vom Risikoprofil und von der Komorbidität der Patienten. Es gibt eine große Auswahl an Medikamenten und zunehmend eben auch die Wahl zwischen dem Original und den Biosimilars. Und mit dem schließe ich